Herzlich willkommen zu 2 um 2, Udos Erben der subjektiven Stand-Up-Bundesliga-Vorschau. Mein Name ist Jürgen Schmieder, wie immer bei mir das Ehrenmitglied im Marc van Bommel Fanclub, Johannes Aumüller. Lieber van Bommel auf der 6 als Kurani auf der 9. Das stimmt allerdings. Apropos Kurani, um den geht's heute nicht, sondern um Spitzenspieler und Spitzenvereine, nämlich den FC Bayern, den Hamburger SV und die TSG Hoffenheim. Heute Abend das Spitzenspiel HSV gegen Bayern und natürlich wollen wir diskutieren, den Transfer der Rückrunde. Bubakar Çalhanoğlu wechselt von Werder Bremen nach Hoffenheim. Wir werden sehen, ob er einschlägt. Sprechen wir zuerst über das Topspiel heute Abend. Hamburger SV gegen Bayern München. Wer wird gewinnen? Ich habe am Dienstag in Stuttgart den FC Bayern gesehen. Die waren so überzeugend, die waren so super. Ich bin mir sicher, Bayern gewinnt auch heute Abend. Der FC Bayern war überzeugend, aber das war der HSV auch. Sie haben überzeugend gegen 1860 gewonnen. Aber sie haben überzeugend gegen 1860 gewonnen aus zwei Gründen. Der erste Grund war, dass der Torhüter von 1860 München so oft gepatzt hat wie Sepp Maier in seiner ganzen Karriere nicht. Und der zweite Grund war, dass Ivica Olic mitgespielt hat, 3 Tore gemacht und jetzt fehlt er am Freitag heute Abend gegen Bayern. Da hat der HSV keine Chance ohne diesen Stürmer. Ja, aber keine Chance ist übertrieben gesagt. Wir spielen in der Nordbank Arena vor 57.000 Zuschauern. So eine Stimmung kennt der FC Bayern nicht in der Allianz Arena. Nein, so eine Stimmung kennt der FC Bayern wirklich nicht. In der Allianz Arena gibt es ja bekanntlich viel weniger Zuschauer als 57.000. Mehr Zuschauer, aber weniger Fans, Johannes. Das ist jetzt aber eine Haarspalterei. Der Punkt ist doch, in der Nordbank Arena wird der FC Bayern sich nicht davon beeindrucken lassen, ob jetzt da 2, 3, 4 oder 5.000 Fans mehr gegen den FC Bayern schreien. Der FC Bayern hat eine super Mannschaft, der FC Bayern hat tolle Einzelspieler und der FC Bayern ist in einer hervorragenden Gesamtverfassung. Klinsmann hat diese Mannschaft harmonisch zusammengefügt. Wer am Dienstag gesehen hat, wie die Bayern Stuttgart weggefegt haben, der muss einfach, wenn er Fußball-Sachverstand hat, sagen, der FC Bayern ist in Topform und gewinnt heute Abend gegen Hamburg. Der FC Bayern ist Favorit, definitiv, aber das bedeutet noch lange... Aber du sagst ja, Hamburger SV gewinnt das Spiel. Natürlich, weil ich glaube, dass nicht die besseren Einzelspieler gewinnen, weil sonst müsste der FC Bayern jedes Bundesligaspiel gewinnen, sondern das Kollektiv und Martin Jolak geschafft, ein prima Kollektiv. Und kannst du mir erklären, der wichtigste Spieler des HSV, Nigel de Jong, ist weg, wie wollen sie den ersetzen? Das weiß ich nicht. Das war das erste Thema, Hamburg gegen Bayern. Kommen wir schon zur zweiten Diskussion. Die TSG Hoffenheim hat Bubakar Çalhanoğlu verpflichtet. Bubakar Çalhanoğlu, kann der Hoffenheim helfen, die Stürmerproblematik, die nach der Verletzung von Ibisevic entstanden ist, zu lösen? Jürgen, was meinst du? Ich finde, der Transfer von Bubakar Çalhanoğlu ist der Transfer der Rückrunde. Die TSG Hoffenheim braucht einen Stürmer für 17 Spiele und genau das ist Bubakar Çalhanoğlu. Aber kann denn Bubakar Çalhanoğlu, der in den letzten Wochen überhaupt nicht für Werder Bremen gespielt hat und wenn er in dieser Saison gespielt hat, nur mäßig erfolgreich war, kann der dem Spitzenreiter Hoffenheim weiterhelfen? Das ist vollkommen egal, wenn man die Statistik von Bubakar Çalhanoğlu in seinen Bundesliga-Jahren betrachtet. Dann? In den ersten Spielen für einen neuen Verein hat Bubakar Çalhanoğlu eine Erfolgsquote von 56%. Aber das Problem, Jürgen, ist, dass du hier Äpfel mit Birnen vergleichst. Das ist ungefähr so, als würdest du Fußballexperten im Fernsehen vergleichen und sagen, Udo Lattek ist wie Freddy Bobic. Çalhanoğlu hat seine Tore immer dann geschossen, wenn er im Sommer zu einem neuen Verein kam. Wenn er sich an den Verein gewöhnen konnte, an das System gewöhnen konnte. Nö. Er ist im Winter nach Kaiserslautern gewechselt. Er ist im Sommer nach Kaiserslautern. Er hat bei Kaiserslautern sofort getroffen und das wird er auch bei der TSG Hoffenheim machen. Nur zu jedem Verantwortlichen bei der TSG Hoffenheim sagen wir sofort, lass die Kaufoption verstreichen, denn Bubakar Çalhanoğlu trifft danach gar nicht mehr. Ja, das interessiert uns jetzt erstmal gar nicht, was danach ist. Unsere Frage, unsere These ist, schlägt Çalhanoğlu am ersten Spieltag ein? Und ich sage, er kann nicht einschlagen. Er trifft nicht am ersten Spieltag, weil Çalhanoğlu noch nicht ins Hoffenheimer System passt. 4 Tage Vorbereitung sind viel zu wenig im Ins Hoffenheimer System muss man nicht passen. Im Hoffenheimer System würde sogar ich mir zutrauen, noch Tore zu schießen, denn die spielen so gut, da kann fast jeder Tore schießen, auch ein nicht eingespielter Bubakar Çalhanoğlu. Und das war's auch schon für heute. 2 um 2 Udos Erben, da ist die klare Regel, es gibt nur 1 Minute 30 Sekunden pro Thema und diese Zeit ist um. Jetzt, lieber User, sind Sie gefragt. Gehen Sie auf süddeutsche.de/sport und stimmen Sie darüber ab, wer recht hat. Frage 1, wer gewinnt das Topspiel? Frage 2, trifft Çalhanoğlu am Wochenende? Stimmen Sie ab, Kollege Schmieder oder ich, wer hat recht? Das war's von heute von 2 um 2 Udos Erben. Jürgen, du fährst jetzt nach Hamburg? Dort werde ich den Sieg des HSV sehen natürlich. Das werden wir nochmal schauen. Unsere Videowand gibt ja eher mir recht. Aber wir sehen uns dann wieder nächste Woche bei 2 um 2 Udos Erben. Ciao. Tschüss.